Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich beziehe mich ebenfalls wie mein Kollege Gerdes auf den Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema junge Beschäftigte vor prekärer Arbeit schützen. Der Antrag spricht unter dieser Überschrift ein breites Spektrum von Themenfeldern an. Befristungen, Zeitarbeit, Werkverträge, Entgeltbedingungen, Mitbestimmung, aber auch den Einstieg in die Arbeitswelt, Arbeitssicherheit, Lohnentwicklung sowie Lebens- und Familienplanung. Und das alles auf drei Seiten. Damit wollen Sie all diese Themen in einem pauschalen Rundumschlag diskutieren. Gerecht werden Sie mit diesem oberflächlichen und undifferenzierten Antrag jedem einzelnen Themenbereich allerdings nicht. Vorweg möchte ich für die CDU-CSU-Fraktion betonen, auch wir wünschen uns, dass alle Beschäftigte gute und ermutigende Arbeitsbedingungen sowohl zu Beginn des Arbeitslebens als auch danach noch vorfinden. Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner arbeiten wir im Rahmen des Koalitionsvertrages die richtigen Rahmenbedingungen für weitere Arbeitsplätze, gute Arbeit, soziale Sicherheit, und das wollen wir gemeinsam schaffen. Der Mindestlohn und das Rentenpaket, unter anderem mit der Mütterrente und der Verbesserung der Erwerbsminderungsrente, sind an dieser Stelle einige Beispiele. Zudem sind gerade für junge Menschen die Änderungen im Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu nennen, mit denen die Situation junger Menschen in diesen Einrichtungen deutlich verbessert worden ist. Sie müssen auch, Sie können zwar sagen, das ist marginal, aber es sind trotzdem Schritte in die richtige Richtung, die hier erwähnt werden dürfen und auch erwähnt werden müssen. Wenn ich mir Ihren Antrag, den wir schon im November beraten haben, anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass Sie die Arbeitswelt in Deutschland auf den Kopf stellen wollen. Sie möchten Zeitarbeit komplett verbieten und Werkverträge verhindern. Damit machen Sie sich nicht zum Sprachrohr junger Menschen, sondern wollen verkrustete Strukturen schaffen. Befristete Arbeitsverhältnisse sollen die Regel sein. Ich sage Ihnen, sie sind die Regel. Sie wollen dies nur nicht zur Kenntnis nehmen. Hierzu verweise ich vor allen Dingen auf die Zahlen im Rahmen meiner letzten Rede. Ich möchte diese an dieser Stelle jetzt nicht wiederholen. Ihr Antrag stellt daher einen Frontalangriff auf alle Flexibilisierungsinstrumente des deutschen Arbeitsmarktes dar. Es geht Ihnen weniger um die wirkliche Situation der jungen Beschäftigten. Im Gegenteil, Sie wollen bewusst die Menschen in die Irre führen, indem Sie flexible Beschäftigung als prekäre Beschäftigung erklären, was sie nicht ist. Ich empfehle Ihnen, den Begriff der prekären Beschäftigung noch einmal zu überarbeiten. In Ihrem Antrag unterstellen Sie den Unternehmen Spaltungsversuche. Was das genau bedeuten soll, schreiben Sie nicht, und Profitstreben. Damit möchten Sie in meinen Augen auch nur Panik verbreiten. Ein schönes Beispiel. Gerade gestern wurden in Berlin die besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Hier haben die Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber bewertet. Stolz bin ich darauf, dass der zweitplatzierte Arbeitgeber in der Kategorie 50 bis 500 Arbeitnehmer das Alten- und Pflegeheim St. Gerion in Bracheln ist und damit aus meinem Wahlkreis kommt. Ich erwähne das deswegen, um Ihnen aufzuzeigen, dass es auch andere Beispiele gibt, die Sie offensichtlich wohl auch nicht zur Kenntnis nehmen. Sie möchten die Menschen glauben lassen, dass nur straff durchregulierte, vom Gesetzgeber in einem engen Korsett festgelegte Arbeitsverhältnisse zu einem erfolgreichen Arbeitsmarkt in Deutschland führen. Ein erfolgreicher Arbeitsmarkt, der eine Perspektive für junge und ältere Menschen bietet, benötigt aber dynamische und flexible Instrumente. Die heutige Arbeitswelt ist vielschichtig. Die Entwicklung geht immer weiter in Richtung Spezialisierung, Digitalisierung und Flexibilisierung. An dieser Stelle sind natürlich auch die Tarifpartner gefragt, da sie für ihren jeweiligen Bereich die Situation am besten einschätzen können. Der Gesetzgeber kann aber nur allgemeine Rahmenbedingungen schaffen. Änderungen sind stets mit Augenmaß vorzunehmen. Sie wollen jedoch genau die Flexibilisierungsinstrumente einschränken und beseitigen, die in der heutigen Arbeitswelt dringend erforderlich sind und auch eine starke Wirtschaft ausmachen. Sie scheinen nicht verstanden zu haben, dass sich unsere Arbeitswelt verändert hat und auch weiterhin verändern wird. Sie scheinen noch nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass wir momentan die besten Arbeitsmarktzahlen haben.
ca. 43 Millionen Erwerbstätige, ca. 31 Millionen Sozialversicherungsbeschäftigte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Das sind Rekordzahlen. Tendenz steigend. Auch ein steigendes Lohnniveau. Nein, ich möchte gerne fortfahren. Auch ein steigendes Lohnniveau. Lediglich 2,91 Millionen Arbeitslose. Natürlich sind das immer noch zu viele. Aber insgesamt ist die Lage sehr gut. Und das nach der derzeitigen Rechtslage. Unsere Nachbarstaaten in Europa schauen voller Anerkennung auf unser Land. Sie sprechen mit Bewunderung vom deutschen Arbeitswunder und orientieren sich an uns. Und dann kommen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, und reden alles schlecht und wollen mit einem Kahlschlag und insbesondere die gute Situation in Deutschland auf den Kopf stellen. Das ist nicht nachvollziehbar und dafür fehlt mir ehrlich gesagt auch jedes Verständnis. Wir wollen alle Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt geben. Wir wollen ihnen Brücken in den Arbeitsmarkt bauen. Dafür brauchen wir Instrumente wie die Zeitarbeit und die Befristung. Und die Zahlen, die ich in der letzten Debatte bereits ausführlich darlegte, belegen auch eindeutig die positiven Effekte. Natürlich kann Missbrauch dieser Instrumente nicht akzeptiert werden. Mit der derzeitigen Rechtslage kann der Missbrauch allerdings auch verhindert werden. Hierzu bedarf es keiner Gesetzesverschärfung. Wir wollen einen erfolgreichen Arbeitsmarkt, denn davon profitieren alle Menschen. Das erreichen wir nicht, indem wir den Arbeitsmarkt in eine Zwangsjacke packen, aus der heraus er sich nicht weiterentwickeln kann. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit sich der Arbeitsmarkt zum Wohle aller positiv entwickeln kann. Die derzeitige erfolgreiche Situation darf daher auch nur mit Augenmaß und behutsam weiterentwickelt und verändert werden. Und genau so werden wir mit unserem Koalitionspartner die weitere Entwicklung zum Wohle aller begleiten. Wir wollen auf dem bisherigen erfolgreichen Weg bleiben. Und Sie, sehr geehrte Damen und Herren, der Linken wollen hier die Brechstange anlegen. Das akzeptieren wir nicht und daher lehnen wir Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Kollegin Trellwein hat jetzt um eine kurze Intervention gebeten.